So, liebe Leute, einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen zu einem neuen Spotting-Video. Mir ist mal aufgefallen, ich war relativ lange nicht hier. Mit hier ist natürlich der Bobharder Hamm gemeint. Wie man, glaube ich, unschwer erkennt. So, jetzt habe ich mein Stativ hier im Griff. Und ja, wir labern gar nicht lange drum rum. Wir fangen an. Bobharder Hamm ist an der linken Rheinstrecke Koblenz-Mainz. Schranke geht hoch, wir können uns verlagern. Zwischen den Bahnhöfen Rehns und Bobhard. Und hier in einer der, glaube ich, geilsten Rheinschleifen, die ich so kenne, macht die Strecke halt die Schleife mit. Und ja, hier stehen überall Autos. Das kenne ich so gar nicht. Wir gehen jetzt auf die andere Seite der Autos. Jetzt natürlich hier so ein bisschen uns die Sicht nehmen. So, und da hinten stand schon ein Spotter. Den werden wir jetzt erstmal anlabern. Der hat jetzt Pech. Die Linien erkläre ich euch wieder, wenn sie laufen. Na, hast du doch noch Zeit? Ja. Der Typ, den ich hier getroffen habe, von dem habe ich schon viel gelesen, persönlich gesehen noch nicht. Von wem? Jetzt kennen wir, ich rede von dir gerade. Du hast schon viel gesehen. Aber nur positiv. Danke. Ja, hier machst du ja auch bei DSO, stellst den Kram ja auch mal ran. Hin und wieder, ja. Ja, ja. Daher sagte mir der Name was. So, er hat sogar eine Leiter dabei. Was bringt ihn auf die Palme? Eine hohe Leiter. Gut. Und er kümmert sich halt vorbildlich um die Fotografie. Deswegen ihr von mir kennt, dass ich die Aufnahmen ganz gerne voll laber. Mit wenig Sinnvollem. DB Cargo. Guck mal, ein bisschen fahren sie ja doch. So, und das ist halt der Vorteil beim Video, dass man dann die eventuell akustischen Grüße der Lokführerin dann auch drauf hat.
Schranke geht wieder hoch. Der BÜ Peternacher Straße ist im Hintergrund, den ich direkt panisch im Oktober 2020 hier gefilmt habe. Und ja, er haut jetzt ab, der hat noch einen Termin. Und ich kriege gleich noch Besuch von einer Auszubildenden von uns, der Alea, die dasselbe Eisenbahn-Fable hat wie ich. Und ja, da kann man doch zusammen das Hobby gestalten. Die Schranke schließt sich erneut, denn da hinten kommt schon Flex in die Ecke. Dann haben die den Güterzug von DB Cargo aber sportlich davor fahren lassen. So, maximaler Zoom auf den Lind 54 der Flex. Der E17 von Koblenz über Boppard, Bingen, Bad Kreuznach nach Kaiserslautern. Und ich plane jetzt einfach mal 2 Stündchen ein. Wir sind immer noch inmitten des längsten Streiks in der Geschichte der DB. In der Geschichte der Deutschen Eisenbahn nicht, weil bei der SWEG wurde auch schon mal 10 Tage am Stück gestreikt. Hier ist die Dias gefahren, okay. Ja, und dafür läuft das hier wie eh und je, ne? Gut, die Flex ist nicht vom Streik betroffen. Die Transregio diesmal auch nicht. Aber selbst die RE2 DB Regio Süwex fährt ganz regulär. Und ja, Fernverkehr kommt zumindest ein Stück weit. Andere Richtung ist auch grün. Das heißt, ich muss mich einmal umdrehen. Nee, noch nicht. So, der ist so schnell, der dreht mich gar nicht erst mit. So. Habe ich die Stativbahne nicht gleichmäßig aufgefüllt? Im Moment. Aha. Deswegen steht das schräg. Ein Stativbahn war nicht richtig ausgefahren von mir. Das ist natürlich sehr amateurhaft. Also Grüße an den Kollegen Markus 1978. So. Ja, und Güterzüge rollen ja sowieso viel auch von den privaten. DB Cargo hat, habe ich jetzt gelesen, einen Güterverkehrsanteil von 40% nur. Also das merkst du gar nicht groß. Und wenn du jetzt nicht einen Fahrensleiter hast, der in der GDL organisiert ist und ebenfalls die Arbeit niederlegt, dann ist hier wunderbarer Verkehr. Andersrum. Wäre dann natürlich auf der anderen jeweiligen Rheinseite dann der Verkehr, ne? So, jetzt halten wir mal einfach, da gucken wir dem Schiff so ein bisschen zu. Ist natürlich jetzt brutal gegen die Sonne. Gucken wir mal, was da kommt. Ich habe das Gefühl, es könnte ein zweiteiliger Film werden. Mal wieder. Wir waren ja an dieser Stelle schon mal mit Ed in einem Zug. Philipp. Auch ein Gruß an er dieser Stelle. Er ist gerade leider verhindert. Familiäre Gründe im positivsten Sinne, sag ich so. Und ja. Ist aber auch einfach eine Stelle, die man mehrfach besuchen kann. Wer kommt denn da? Transregio RB26 mit AMD Zero ML auf dem Weg von Mainz nach Köln. Ah,
weiß jetzt, durch die parkenden Autos hat man mal kurz an einer Stelle keine Sicht. Aha! Da war er wieder. Was heißt wieder? Es war ja vorgestern, habe ich ein BU-Video gedreht. Da fuhr er mir auch davor, die Linse. 460-010, warum weiß ich das, ohne es gesehen zu haben? Das ist der erste Zug, der das Redesign und durchlaufen hat, was bei Transregio begonnen hat. Und es ist bisher halt das erste Fahrzeug. So, und das ist ja das Charakteristische an der Stelle. Wenn man die Kameraführung im Griff hat, also nicht so wie ich, dann kann man hier sehr lange nachgucken. So, jetzt war es auch mal 8 Minuten oder so ruhig. Da kommt ein Vierer-ICE. Den sehen wir hier planmäßig nicht so oft, zumindest nicht in der langen Edition. Das wird der Ersatzzug für einen 1944 sein. Gucken wir gleich mal, von wo nach wo der als Ersatzzug fährt. Das ist ja schön, dass man die Verbindung auch noch hat. Er hupt sich da kräftig an zurecht. Und Gruß zurück an den Kollegen von DB Fernverkehr. Für wen hat er jetzt da hinten rumgehupt? Standen da vielleicht auch noch Fotografen oder Filmer? Das weiß ich nicht. So, jetzt gucken wir erstmal. Gucken wir mal, von wo der nach wo unterwegs war. Er ist als Ersatz gefahren von Dortmund bis Stuttgart. Alles klar. Ja, immerhin. Immerhin die Strecke. So, Schranke ist oben, Kamera aus. So, Schranke hat sich geschlossen und dann kann man auch meistens schon, wenn es aus der Richtung da hinten kommt, schon dahin zoomen. Schon wieder Mittelrheinbahn? Ha! Das wird die von der Stunde davor sein. Ich wollte sagen, so spät ist es noch nicht. Da hat wer kräftig Verspätung. Müsste so eine gute Dreiviertelstunde sein. Aber ich hatte vorhin auch was von Personen im Gleis im Kölner Raum gesehen. Also wäre entschuldigt sozusagen.
Jo. Aber immerhin haben die Dinger in Mainz eine gute Wendezeit von einer guten Stunde. Oder ich glaube sogar knapp über eine Stunde. Das passt dann eigentlich wieder ganz gut. Jo, der RE2 ist auf dem Weg. Süwex von DB Regio. Der trotz Streikfahrplan verkehrt. Neuen Lackierung und einmal auch in der alten Lackierung. Und soeben kam auch die Einmeldung durchgesickert, dass Bahn und GDL urplötzlich wieder miteinander reden und der Streik vorzeitig im Laufe des Montags endet. Heute ist Samstag. Also sozusagen ein paar Stündchen zu Güte. Viel wichtiger ist eigentlich der zweite Passus dieser Meldung. Keine weiteren Streiks bis Anfang März. Das heißt, Februar können wir schon mal mit planen. Das ist schon mal gut. Dass das jetzt in meinen Urlaub mit reingefallen ist, meine Güte. Es gibt nie einen richtigen Zeitpunkt für Streik. Der Privaturlaub eines Eisenbahnverrückten Bahnmitarbeiters spielt da, glaube ich, auch 0,0 Rolle. Aber so auch im Hinblick auf Großveranstaltungen oder sonst was. Ne? Sonst wirkt das ja auch nicht. Ja, der Rhein ist immer noch prima gefüllt. Hochwasser haben wir aber nicht mehr. Jetzt haben wir auch mal ein paar trockene Tage. Heute ist der erste davon. Und füllen mal ein bisschen das Sonnenkonto auf. Gefühlt hat die Sonne seit dem Herbst kaum geschienen. Gefühlt. Ja. Insofern ist das schon ganz okay. Jetzt hat sich gerade meine erwartete Begleitung gemeldet und sagt, sie möchte einen speziellen Zug 1 Kilometer weiter aufnehmen. Und zwar dahin, wo wir jetzt gucken, so in die Ecke. Die meldet sich, wenn sie da ist. Kann sein, dass wir dann einmal dahin verlegen. Schranke hat sich schon wieder geschlossen. Ja, plötzlich mal Richtung Boppard ist auf Fahrt gegangen. Das heißt, wir machen den Maximalzoom wieder rein in die Richtung. Und schauen, was kommt. Ach, das sieht wieder nach Güterverkehr aus. Muss aber gerade noch Eilmeldungen verschicken. Der Streik endet jetzt Montag früh um 2. Aha. Dann rollt vielleicht Montag doch mal was. So, da kommt auf jeden Fall was Buntes. Könnte BLS-Cargo sein. Das dahinter sieht aus wie KV. Ja, das ist BLS-Cargo.
Jo. So, Schranke hat sich wieder geöffnet. Also warten wir wieder. So, es gibt eine Störung in Andernach, Stellwerkstörung vermutlich. Kann ich nur sagen, gut, dass ich da heute nie bin. Jetzt kriegen wir erstmal unseren mutmaßlich einzigen Fernverkehr Richtung Norden, der dann vermutlich ab Koblenz auf die rechte Rheinseite umgeleitet wird, sofern die Strecke befahrbar ist. Das sieht aus wie zwei siebenteilige ICET, also die Baureihe 411, auch mit so einem Ersatzzug-Ding. Die Triebzüge Fahingen an der Enz und Mühlhausen in Thüringen. Der eine hat noch diesen grünen Strich vorne. Deutschlands schnellster Klimabums. Der andere nicht. Ich wünsche mir viel, dass alle ICE der Linie Dortmund-Wien immer mit zwei Triebzügen fahren würden. Ah, ein frommer Wunsch. Schranke ist gerade wieder runtergegangen. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon mal sagte, das mit den Blocksignalen ist hier so auf dieser Strecke. Also der Bahnübergang ist ja eine Vollschranke und ist deswegen signalgesteuert. So, oder in Abhängigkeit des letzten Hauptsignals. Die sind aber jeweils sowohl auf dem Regel- als auch auf dem Gegengleis, wenn man unterwegs ist, so weit vom BÜ entfernt. Ach, guck mal, da kommt direkt der Gegenzug. Dass man dann schon das nächste Blocksignal in die jeweilige Richtung sieht. Und somit habe ich hier neben dem Bahnübergang auch gute Signalsicht. Ja, wieder 2411. Diesmal beide mit dem grünen Streifchen. Die fahren nicht dann nach Wien jetzt durch, sondern immerhin als Ersatzzugleistungen zwischen Dortmund, Köln, Koblenz und Frankfurt. Ja, aber es ist was. Hey, immerhin. Nee, der hat nur 11 Wagen, nicht 13. Ah. So, und das waren die Triebzüge Darmstadt und Reutlingen. Schranke öffnet sich. Das heißt, ich kann meine leere Cola-Flasche zum Auto bringen und mir meine Wasserflasche mit hierher bringen. Ja, an der Stelle würde ich sagen, beenden wir auch mal den ersten Teil von diesem Video. Ich denke, dafür ist das jetzt eine ganz ordentliche Länge. Im zweiten Teil, keine Ahnung, auf gut Glück, mal gucken, was noch kommt. Und deswegen danke ich erstmal bis hierhin fürs Zusehen beim ersten Teil. Der zweite wird dann ja in einer Woche erscheinen. Danke fürs Zuschauen, bis denn und tschüss.